Wir starten das neunte Webinar von Digi4 Family. Heute zu dem Thema Computerspiele und Konsolen als Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja noch ein knappes Monat bis Weihnachten und es ist die richtige Zeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Hier in der Vorstellungsrunde, die Elke hat schon vorgemacht, kann man gerne ein paar Worte zu sich selbst reinschreiben und der Chat ist auch für Fragen und für Anregungen offen. Mein Name ist Anita Pleschko, ich arbeite für Werde Digital, betreue auch Digi4 Family und freue mich sehr, heute Carina als Referentin einladen zu können. Ja, bitte selbst ein bisschen vorstellen, damit wir ein bisschen ein Bild bekommen, wer heute unsere Impulsgeberin ist. Ja, hallo, also schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Carina Kaiser-Falland. Ich arbeite im Bundesministerium für Familien und Jugend und hier speziell in der Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen, kurz BUP. Wir geben Empfehlungen für Computer- und Konsolenspiele raus, um Eltern eine Orientierungshilfe beim Einkaufen von Spielen zu geben. Neu dazu gekommen sind jetzt auch Handyspiele, die wir auch beurteilen und auf der Website bub.at dazu Stellungnahme quasi abgeben. Ja, ich freue mich heute mit Ihnen oder die eine Stunde mit Ihnen zu verbringen und auf Fragen auch flexibel einzugehen. Wir können aber uns auch genauso gut an meiner Präsentation orientieren, die ich zum Thema vorbereitet habe. Also beides ist, ich bin da relativ offen. Wenn Fragen sind, beantworte ich die auch gern vordergründig. Also vielleicht noch interessant, ich bin dabei, mein Psychologiestudium abzuschließen, was natürlich auch mit der Arbeit der Beurteilung von Spielen zu tun hat. Aber ich beurteile Spieler hier nicht alleine, sondern wir haben einen ganzen Pool von Gutachtern, Gutachtenden, die alle zusammenhelfen, damit hier seriöse Bewertungen zustande kommen. Okay, und wird dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum eine Konsole stehen oder ein Computerspiel liegen? Wird das jetzt schon Ich verraten werde oder für erst? meinen Mann definitiv eine Konsole wahrscheinlich ausborgen über Weihnachten von uns und mitnehmen und ein paar Spiele. Aber ich weiß nicht, ob wie viel ich dann selbst zum Spielen komme, nachdem ich doch noch recht eingedeckt bin, jetzt auch über die Feiertage. Ja, aber für Familien kann ich es schon empfehlen, aber da werden wir dann speziell eingehen, was da vielleicht empfehlenswert ist oder wo die Vorteile und wo vielleicht auch Nachteile liegen könnten. Ja, bin ich sehr gespannt. Wir haben drei Kinder, aber noch keine Konsole. Und Aha, damit okay. Wie alt sind starten Ihre Kinder? unsere Kinder sind 16, 6 und 9. Na, interessante Altersspanne. Ja, und liebe Elke, also ich hoffe, wir können alle per Du sein. Ich hoffe, das ist für alle okay, weil die Präsentation auch so aufgebaut ist, dass ich mit allen gern per Du sein würde. Wie alt sind deine zwei Söhne, von denen du da schreibst? Hast du spezielle Wünsche? Du bist ja derzeit noch die einzige, glaube ich, Teilnehmerin vorerst im Chat. Hast du spezielle Wünsche, Fragen, auf die ich konkreter eingehen soll? Also du kannst auch gern immer wieder zwischendurch deine Fragen an mich richten, ja? Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der Präsentation, wenn soweit mal die Vorstellungsrunde abgeschlossen ist. Und bei Fragen bitte einfach in den Chat schreiben. Die Anita macht mich notfalls auch aufmerksam, falls ich eine Frage übersehe im Eifer des Gefechts. Klar, Gut. selbstverständlich, gerne. Gut. So, dann möchte ich gleich mal damit beginnen, für alle, die es vielleicht noch nicht so wissen, was es derzeit so an Spielplattformen gibt, auf denen unsere Kinder und Jugendlichen gerne die Zeit verbringen. Der klassische PC, Stand-PC, auch Apple bietet hier eine Möglichkeit an, ist immer noch beliebt, wird immer noch verwendet, vor allem dann, wenn es um gute Grafikleistungen geht bei Spielen oder man sehr präzise bedienen muss mit der Maus. Das heißt, bei Simulationen also sind PCs und Computer allgemein noch recht beliebt. Dann gibt es auch Konsolen, Xbox, PlayStation und Wii. Also derzeit die aktuellsten sind eben Xbox One, PlayStation 4 und Wii U.
Alle drei bieten auch sogenannte Bewegungssteuerungen an. Bei der Xbox die Kinect, wo man ganz ohne Controller quasi vor einer Kamera oder über eine Kamera das Spiel steuert oder im Spiel agiert. Bei der PlayStation 3, PlayStation 4 ist es die Move. Das ist so ein Controller, der sehr präzise diese Steuerung zulässt, zum Beispiel als Tennisschläger verwendet wird oder als Golfschläger und so weiter und auch die Bewegungen einfach sehr gezielt erfasst. Bei der Wii U ist jetzt neu, dass man bei der Eingabemöglichkeit auch ein zweites Display hat, einen zweiten Bildschirm hat, was natürlich ganz neue Spielmöglichkeiten eröffnet, zusätzlich zu den altbekannten Controllern, mit denen man auch zu Tanzspielen, Partyspielen und so weiter sich bewegen kann. Natürlich gibt es bei allen Konsolen die klassischen Controller auch noch zur Eingabe, bei denen man sich nicht vor der Konsole bewegen muss. Konsolen ist Bitte? immer notwendig. Entschuldigung, ich frage einfach zwischendurch. Ja, bei Konsolen ist der Fernseher natürlich notwendig. notwendig, einen Fernseher zu haben oder einen Computer, ein Flatscreen vom Denke ich Computer? schon eigentlich, dass man den auch anschließen kann am Bildschirm. Wir brauchen aber die meisten spielen es dann doch über den Fernseher, weil der einfach größer ist vom Bildschirm her. Okay, über Leinwand und so würde auch gehen, Beamer, oder braucht es einen Fernseher? Oh, technische Daten und Details mich zu fragen, ist sehr fies, vor allem am Anfang. Aber ich denke schon, alles ein Bildschirm ist, da kann man das auch anschließen. Zu detailliert kann ich da jetzt aber nicht Auskunft geben, weil ich mich mit den Kabeln dann auch und den Anschlüssen auch nicht so genau auskenne. Okay. Ja, also da sieht man gleich, wo ich vielleicht nicht ganz so viel Auskunft geben kann. Das sind dann wirklich die ganz technischen Dinge, wo es dann ins Detail geht. Ich werde eher mich auf die medienpädagogischen Aspekte eher konzentrieren. Die mobilen Plattformen, mittlerweile übers Handy natürlich, Smartphone, sehr viele Spiele verfügbar, die so zwischendurch gespielt werden, in der Straßenbahn unterwegs, oder auch am Tablet. Die Tablets sind auch für immer jüngere Nutzerinnen interessant, teilweise für eineinhalbjährige Kinder, die dann darauf herumtapsen und tipsen und einfach davon fasziniert sind, was sie mit ihrer Motorik schon alles anstellen können, was für Funktionen was da einfach passiert am Bildschirm. Genauso wie sie an einer Rassel rasseln und vom Effekt quasi begeistert sind, so ist das halt auch am Tablet, wodurch es auch immer mehr Spiele für ganz junge Kinder schon gibt. Wie sinnvoll das ist, ist zu hinterfragen. Man soll es auf jeden Fall nicht übertreiben. Natürlich sind Kinder an dem orientiert, was im Alltag einfach passiert. Und wenn die Eltern viele von diesen Geräten nutzen, sind die Kinder einfach neugierig und möchten das auch ausprobieren. Und das ist ganz normal. Natürlich, je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass man da nicht zu lang in den Bildschirm starrt oder da dann vielleicht eine schlechte Haltung schon kriegt, sondern einfach auch unterschiedliche Anregungen für alle Sinne einfach bietet, damit die Entwicklung einfach erfolgreich vonstatten geht. Was meinst du? Kannst du das ein bisschen genauer spezifizieren noch? Wie Sagen, lange oder was meinst du jetzt oder was ist die Frage? oder 10 Minuten? Dreiviertelstunde? Welche Zeit circa würde dir da so vorschweben bei einem Also kleinen? für ganz kleine Kinder, sage ich jetzt mal im Alter, wo es halt anfängt zum Ausprobieren mit 1,5 bis 4 oder so, da würde ich nicht länger als 10 Minuten sagen. Also also durchgehend jetzt. Das sollte auf jeden Fall dann wieder eine längere Pause dazwischen sein mit Bewegung und anderen Aktivitäten. Mit 5, 6 Jahren, 7 Jahren dann vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal am Stück es kann dann schon ein bisschen länger werden, je älter die Kinder werden. Aber das Wichtige ist schon, dass man zwischendurch auch immer wieder mal aufsteht, was anderes macht und generell auch von Elternseite her das Vorbild bietet, unterschiedliche Aktivitäten einfach mit den Kindern ausübt und unterschiedliche Interessen weckt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Aber zu dem werden wir dann eh auch noch weiterkommen. Aber die Tablets eignen sich natürlich schon aufgrund des großen Bildschirms sehr gut auch für kleine Kinder. Es gibt ja auch ganz nette Spiele, die sich auch gut für Kinder in diesem Alter schon eignen. Portable Konsolen gibt es auch, also Nintendo 3DS und PS Vita stehen halt in starker Konkurrenz zu den Tablets und Smartphones und haben es da teilweise ganz schön schwer,
noch was Besonderes, was Spezielles zu bieten, weil die Spiele natürlich viel teurer sind als die Spiele-Apps, die man sich relativ günstig runterladen kann. Zu den Plattformen noch Fragen? Sonst gehe ich mal weiter. Wir können auch jederzeit noch zwischendurch Vor- und Nachteile besprechen. Also bei den Konsolen, bei den stationären Konsolen, würde ich sagen, bietet die Wii U für Familien mit jüngeren Kindern die meisten Möglichkeiten eigentlich zum gemeinsamen Spielen an. Wobei auch natürlich PlayStation und Xbox mehr Spielemodi haben, also Spiele mit mehr Spielemodus haben, wobei die eine ein bisschen ältere Zielgruppe haben, eher für die Jugendlichen interessant sind. Danke. Ja. Ich habe da jetzt einfach ein paar Spiele rausgesucht, die derzeit viel gespielt werden, beliebt sind. Das ist jetzt aber bitte keine Empfehlungsliste, sondern das sind einfach mal Spiele, die relativ beliebt sind. Aber da gibt es natürlich unzählige mehr. Ich habe mich da jetzt auf ein paar Bilder beschränkt, wo ich vielleicht ein paar noch herauspicke. Minecraft sagt wahrscheinlich den meisten etwas. Bitte nicht verwechseln mit dem Wort Mine. Das ist kein Portalo-Spiel, sondern das ist eher so digitales Lego, wo es in erster Linie darum geht, aufbauen, also Mine und Craft. Man baut die Steine ab und man baut etwas auf mit den Steinen. Also von Von der dem. Bergbaumine. Wieder? Wie bei der Bergbaumine Salzburg, ja. Genau. Also von dem her, das Spiel ist sehr beliebt, es bietet sehr viele Spielmöglichkeiten und lässt einfach sehr viele Handlungsfreiheiten und kreative Gestaltungsmöglichkeiten dem Spielenden offen. Ähnlich wie jetzt hat versucht jetzt auch Lego Worlds, das aber noch nicht ganz fertig ist, das Spiel. Es ist noch Early Access, versucht es auch mit Lego-Steinen im Konzept von Minecraft zu ahmen, sagen. Landwirtschaftssimulator auch immer beliebt bei Kindern, sei es nur mit dem Traktor herumzufahren und ohne die ganzen anderen Simulationsanteile da zu nützen, gibt es jetzt auch fürs Handy schon ganz entzückende Spiele. Das sind die kleinen Bauarbeiter, schon für kleine Kinder, 3-, 4-Jährige interessant, weil da kann ich mit Finger den Bagger bewegen, die Schaufel bewegen und dort die Grube ausheben. Sehr beliebt auch die ganzen Manga-Spiele, japanischer Stil, japanische Spiele, auch im europäischen Raum sehr beliebt. Aber auch wie Anno, wo es um wirklich eine seriöse also Aufbausimulation und Strategiespiel geht, wo ich mir wirklich meine Megastädte konstruieren kann, verwalten muss, wirtschaften muss und da wirklich sehr viel Förderpotenzial auch dahinter steckt, sehr viel mir sehr viel eigentlich da auch an, was mit Planung und Struktur und Stadtverwaltung und so weiter zu tun hat. Ja, Sportspiele, FIFA oder Rennspiele, all beliebt. Natürlich auch gewisse Portalo-Spiele, die ich da auszugsweise aufgelistet habe, die unterschiedlich sind in ihrer Art der Darstellung, in der Handlung. Zu diesen Spielen bieten wir mittlerweile auf unserer Website auch Informationen an für Eltern. Früher hat sich unsere Information nur auf reine Empfehlungslisten beschränkt. Mittlerweile sind wir der Meinung, weil wir immer wieder Anfragen gehabt haben von Eltern, was sagt ihr zu dem und dem Spiel, dass es auch wichtig ist, zu Spielen, die ein gewisses Gewaltpotenzial haben und bei Jugendlichen einfach sehr beliebt sind, auch Stellung zu beziehen und einfach auch mit Kontralisten den Eltern anzubieten, damit sie sich selbst ein Bild machen können von dem Spiel und dann selbst eine Entscheidung darüber treffen können, ist es okay für mich, dass mein Kind das spielt oder ist es nicht okay für mich. Dann diese ganzen Runner-Spiele hier mit der Lara Croft, wo der Bildschirm quasi immer weiter rollt und ich Hindernisse überwinden muss, die sind auch derzeit sehr beliebt in Smartphones. Just Dance, Bewegungsspiele nehmen jetzt ein bisschen ab am Markt, aber sind auch noch immer beliebt. Finden sich auch sehr viele YouTube-Videos dazu. Das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen möchte, weil Just Dance genauso wie es da sehr einfach die Möglichkeit bieten, dass man Videos, dass man quasi das, was man da vor der Kamera tut, aufzeichnet, beziehungsweise es zeichnet es automatisch auf und es sehr einfach online gestellt werden kann, online geteilt werden kann, teilweise mit nur einem Klick. Und man wird eigentlich dann gar kein zweites Mal gefragt. Es kann auch unbewusst passieren. Ich weiß nicht, wie es bei Just Dance ist, bei SingStar ist es uns aufgefallen,
Und das natürlich schon ein Problem sein kann, wenn man da vielleicht nicht unbedingt online sein möchte mit dem, was man da gesungen hat oder getanzt hat und dann vielleicht auch von Mobbing wird und dadurch vielleicht schlechtere Chancen in irgendeinem Bereich hat. Also da bitte immer vorsichtig sein mit der sehr schnellen Möglichkeit, diese Videos online zu teilen. Auch das den Kindern bitte immer Dieses mitteilen. Risiko hin bei den Spielen, die es betrifft, auf Nein. der Plattform? Okay. Die Elke Das hat hier. war eigentlich, das war auch ein Aspekt, Entschuldigung, das war auch ein Aspekt, warum wir SingStar nicht empfohlen haben dieses Jahr, neben anderen Aspekten, weil das wirklich so schnell passiert, dass ich diese Performance sozusagen online stelle, dass das eigentlich nicht mehr seriös ist eigentlich und vom Datenschutz her echt ein Problem werden kann. Kann man diese Spiele auch ohne Online-Zugang spielen? Das ist auch unterschiedlich, aber die meisten schon, ja. Also diese Konsolenspiele, die sind schon normalerweise auch offline spielbar. Da könnte man dieses Risiko reduzieren. Ja, wobei du bist eigentlich über die Konsole automatisch mit dem Internet verbunden, über die neuen Konsolen so automatisch mit dem Internet verbunden. Man müsste das halt in den Einstellungen wahrscheinlich deaktivieren. Also da muss man sich schon wieder ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber das ist halt der ganz wichtige Punkt, nicht nur bei den neuen Konsolen, bei sehr vielen Spielen diese Online-Verbindung. Also bei den Handyspielen ist es halt eher das Problem, oder überhaupt bei anderen Spielen ist es das Problem des Sprachchats, des Chats, dass du frei mit allen dort interagieren kannst, reden kannst und dann natürlich auch auf Leute treffen kannst, theoretisch, die nicht so gut mit dir meinen. Und Du die dir hast vielleicht vorhin. irgendwelche Daten entlocken, die du nicht hergeben solltest, eigentlich ist mal so. Du hast vorhin angesprochen, Altersempfehlung bei Gewalt als Thema, ob das dann noch zumutbar ist. Die Elke geht jetzt allgemein auf Altersbeschränkungen ein und bezieht sich auf die Komplexität von Spielen. Genau. Da wären wir es dann, ich sehe es gerade, ja. Genau. Also das ist ein Punkt, auf den werde ich dann noch ganz konkret eingehen, wenn wir vielleicht noch kurz warten auf diese Folie. Aber sie hat vollkommen recht, dass die Altersangaben die Komplexität und Spielbarkeit nicht berücksichtigt, sondern rein die pädagogischen Aspekte und das für Eltern natürlich sehr verwirrend ist. Das werden wir dann auf einer eigenen Folie noch sehen. Was ich sehr empfehlen kann, weil es da gerade drauf ist, auch das Spiel ist Super Mario Maker, ein wunderbar kreatives Spiel mit sehr vielen Spielmöglichkeiten, wo ich mir mein eigenes Level gestalten kann und dann spielen kann und mit anderen teilen kann. Also das ist wunderbar. Das ist auch vom Online-Zugang her nicht so problematisch, weil ich eigentlich nur meine Spielwelten da teilen kann. Teilweise kann man schon auch Kommentare abgeben zu den Spiel, also zu den Levels der anderen, aber es ist jetzt kein Chat oder so verfügbar. Ja, gut, dann das sind so die beliebten Spiele. Wie gesagt, das jetzt bitte nicht mit einer Empfehlungsliste verwechseln. Ich wollte einfach mal so die Bandbreite anführen, was so ungefähr gespielt wird. Auf unserer Seite pub.at finden sich dann eben einerseits Informationen zu bei Jugendlichen sehr beliebten Spielen, die aber durchaus auch brutal sind, wo sich Eltern über Pro- und Kontralisten selbst ein Bild machen können, aber eben auch ganz prominent hier links extra angeführte Empfehlungen. Man kann auch über die Spielesuche, über die Detailsuche wirklich nach altersspezifisch oder konsolenspezifisch oder kostenspezifisch oder genrespezifisch suchen und bekommt dann halt die Ergebnisse für die Suchanfrage. Wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dazu sind wir einfach zu wenige Leute und es wäre wahrscheinlich auch nicht sinnvoll oder machbar, den gesamten Spielemarkt abzudecken. Es gibt viele kleine Spiele, so viele Indies. Also von Entwicklern, die nicht so bekannt sind, das kann eigentlich keiner so leisten. Und von dem her beschränken wir uns halt auf Spiele, die einerseits beliebt sind, relativ bekannt sind, aber die auch gut sind. Also sie müssen nicht bekannt sein, um eine Empfehlung von uns zu bekommen. Ja. Soll ich die Seite jetzt noch vorzeigen oder reicht das soweit als Information? Ich denke mir, eigentlich könnte es eh jeder dann für sich ausprobieren. Hier ist eben die Suche. Und die Empfehlungen und ja, Hintergrundinformationen gibt es auch ein bisschen noch dazu. Wir bieten auch, vielleicht das noch interessant, wenn jemand zuhört oder Interesse hat, wir bieten auch Workshops an, Vorträge mit ähnlichen Inhalten wie hier vielleicht, aber immer auch angepasst an die Zielgruppe. Workshops für Jugendliche zu dem Thema, Workshops für Lehrer, Lehrerinnen zu dem Thema, in der offenen Jugendarbeit oder auch für Eltern, je nachdem, was gewünscht und gebraucht wird.
Und in der Medien-Info, die auch zum Ministerium gehört, bieten wir auch noch andere Workshops um das Thema Internet an. Und dieses Wir sind Serviceangebot groß. sieht man auf eurer Website. Nicht so direkt. Es wird zwar beschrieben, eben, dass wir die Workshops anbieten, aber es ist kein konkretes Programm, weil das Programm wird dann immer sehr spezifisch an die Wünsche und an die Zielgruppe angepasst. Also einfach mir eine E-Mail schreiben, wer man ist, was man möchte, und wir telefonieren dann oder wir schreiben dann, und es ist auch kostenlos das Angebot, und wenn es sich zeitlich irgendwie machen lässt, dann ist das kein Problem, entweder das bei uns zu machen oder wir fahren zum Beispiel auch in die Schulen oder wo auch immer das dann stattfindet. Ist es dann auf Wien beschränkt oder geht es dann in ganz Österreich? Es ist natürlich dadurch, dass wir ein Bundesministerium sind, bundesweit das Angebot. Natürlich ist es immer schwieriger, mal Möglichkeit zu finden, nach Vorarlberg zu finden, als in einer Schule in der Nähe zu fahren. Aber es gibt ja jetzt auch schon die Möglichkeit über Internet. Natürlich, ich habe auch schon Workshops und Seminare in Salzburg gehalten. Von Tirol und Vorarlberg hatte ich noch keine Anfrage bis jetzt. Aber natürlich wäre auch das möglich. Als Bundesministerium sind wir ja für ganz Österreich dann auch zuständig. Aber es ginge ja zum Beispiel übers Internet, wenn das gewünscht wäre. Ja, Okay. das noch zusätzlich zur Information. Die Elke fragt nach einem konkreten Spiel noch, Ja? ob du das kennst, das Dieses Ark Ark. Survival Evolved sagt mir jetzt nichts, ne? Scheint gerade im Leider auch. Kommen zu sein. Okay. Ich kann sie mir mal anschauen oder mit ihr dann vielleicht spezifisch noch schreiben. Ich schreibe es mal gern raus. Vielleicht, ja. Vielleicht kann man irgendwie die E-Mail-Adresse dir privat, ich weiß nicht, wie man da jetzt zu den Kontakten kommt, ohne dass das jetzt jeder sieht vielleicht, aber ich könnte schon gern mir das dann nochmal in Ruhe anschauen. Ja, man kann Ja, übrigens. leider, ich kenne auch nicht jedes Spiel, es ist halt, es gibt so viele, aber ich kann es gerne mal anschauen und vielleicht können wir es einfach auch eine Prüfung unterziehen und dann steht auch unsere Einschätzung online. Ja, Ja. jetzt nochmal kurz zurück zum Jugendschutz, weil das hat die Elke eh auch schon angesprochen, dass das ein bisschen verwirrend sein kann. Also die BUB sieht sich eben als Ergänzung zum klassischen Jugendschutz, will eine Orientierungshilfe anbieten. Grundsätzlich in Österreich sind wir ja ein bisschen unterschiedlich geregelt, was entlang, weil jedes Bundesland sein eigenes Jugendschutzgesetz hat, so auch die Medien betreffend. Wo sie sich einig sind, wo sie sich einig sind, ist das Verbot von Medien, welche die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefährden. Natürlich ist das schwierig umzusetzen, so eine allgemeine Formulierung. Ich kann jetzt ja nicht von einem Verkäufer im Geschäft erwarten, dass der das für mich einschätzt, ob das Spiel diesen 14-Jährigen, der sich das gerade kaufen will, gefährdet oder nicht. Und daher muss man sich auf irgendwas stützen. In Wien zum Beispiel stützen wir uns auf die PEGI-Einstufung. Und die PEGI-Einstufung diese Symbole sind wahrscheinlich meistens bekannt. Das ist das wahrscheinlich auch, was die Elke angesprochen hat. Es gibt dann auch noch die USK. Das ist das Gleiche oder was Ähnliches für Deutschland, ist auch auf unseren Spielen drauf, weil für den deutschen Sprachraum die Spiele gesamt quasi produziert werden, bedruckt werden. PEGI ist ein europäisches Altersempfehlungssystem, das freiwillig von der Industrie gemacht wird. Und es informiert eben über die Angemessenheit der Alterszielgruppe, ja, wie inwiefern da pädagogisch bedenkliche Inhalte drin sind. Diese pädagogisch bedenklichen Inhalte sind auch hier in den Symbolen bezeichnet, ja. Hat das mit Drogen zu tun? Die Gefährdung, hat das mit Angst zu tun, mit Gewalt zu tun oder mit Glücksspiel oder mit Sexualität und so weiter. Und es sagt aber nichts über die Spielbarkeit aus. Nur ist erachtens für die Eltern nicht klar ersichtlich, dass ein Spiel, und da habe ich auch Beispiele jetzt angeführt, zum Beispiel hat hier, Moment, Fußballmanager ist ein gutes Beispiel eines Spiels, das für Dreijährige quasi schon pädagogisch unbedenklich ist. Aber natürlich noch nicht für Dreijährige spielbar ist. Genauso wie ein Landwirtschaftssimulator vielleicht noch ein Dreijähriger spielbar ist. Er ist unbedenklich. Ja? Sie können sich das gern anschauen, ohne davon Schaden zu nehmen, aber es ist noch nicht spielbar. Oder auch World of Zoo. Hier ist es schon wieder nicht so eindeutig, dass das für Kleinkinder vielleicht nicht spielbar ist, sondern erst ab 10 Jahren wirklich Sinn macht. Und daher die BUB-Altersempfehlungen, ja, richten sich auch nach Spielbarkeit. Also auf der BUB-Seite finden sich nur Altersangaben, die sowohl die Spielbarkeit als auch die Pädagogik-Unbedenklichkeit beinhalten.
PEGI konzentriert sich hier eben auf die pädagogischen Aspekte. Das ist leider ein bisschen verwirrend. Aber bei euch eben, und das ist das, was sicher dann hilfreich ist, ihr bezieht euch auch auf die Spielbarkeit. Genau. Also für uns, unsere Altersempfehlung, das kann man wirklich als bare Münze sozusagen nehmen, das ist die Alterszielgruppe dann. Also nicht nur von der pädagogischen Seite her, sondern auch von der Spielbarkeit her. So wie ihr von Brettspielen auch kennt, sage ich mal, wo auch spielbar ab so und so viel Jahren ist. Das Schließe ich mich Elke voll an, finde ich auch sehr gut, dass das auch berücksichtigt ist, weil das ist ist doch doch super, ja. Ja, eh. Nein, das ist voll wichtig. Wesentliches, dass ich weiß, naja, du kannst das dann auch machen, Na ja. sicher, na sicher. Ich meine, es ist natürlich auch für uns nicht immer leicht, ein Alter zu vergeben, weil wir halt schon versuchen, vom Durchschnittsspieler, Spielerin auszugehen, ja. Das ist nicht so leicht, weil gerade bei den jüngeren Kindern sind die Unterschiede im Können massiv. Also ich habe schon einen, ich glaube 4-Jährigen war das, heuer auf der Game City gesehen, der hat das Geometry Dash. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das Spiel. Das ist ein extrem schnelles Reaktionsspiel. Aber es ist Die Fähigkeiten sind sehr unterschiedlich in dem Alter, aber wir versuchen schon, ein Niveau anzuspielbar ist, also wo die Fähigkeiten vorhanden sind, das zu spielen. sehr gut. Testet ihr das auch gelegentlich mit Kindern oder ist das auf? Ja, eben auf der Game City zum Beispiel dann oder bei anderen Situationen, wo es halt möglich ist. Und da kriegen wir dann eh quasi Feedback, haben wir jetzt recht gehabt mit unserer Einstufung oder nicht. Manchmal, also ich glaube, wir setzen teilweise eher ein bisschen zu hoch an, weil wir eben nicht ausgehen, dass alles schon Kinder sind, die schon Spielerfahrung haben. Aber man kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber so ungefähr, ich denke mal, ein, zwei Jahre aufgrund der maximal. Aber ich glaube, da muss man sein Kind auch selbst ein bisschen einschätzen können. Wir schreiben es auch dann teilweise dazu für erfahrene Spielerinnen und Spieler schon spielbar oder so. Aber da muss man dann selbst natürlich auch noch ein bisschen einschätzen, weil in der Beschreibung kommt das eh dann relativ gut rüber, worum es im Spiel geht. Und da kann man sich dann schon ganz gut ein Bild drüber machen. Gut, gibt es noch Fragen zum Alter? Okay. Danke. Sind wir immer noch, gibt es immer noch eine Teilnehmerin oder sind wir schon mehr? Jetzt haben wir noch wen dazu bekommen, wie ich das sehe. Bitte? Ja, es gibt mehr. Es ist Die auch Mama von drei. eine Mama von dreien da, wo ich jetzt nicht Und die weiß, wie Ute. alt sie sind. Das wäre vielleicht ganz spannend, wenn sie das in den Chat schreiben könnte. Ja, das ist ja bitte. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen. Ich Oder begrüße euch Lust hier drauf zwischendurch hätten, nochmal. dass wir ein bisschen wissen, in welcher Kategorie wir uns so bewegen. Man versteht dich, Anita, teilweise ein bisschen schlecht. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal hast du Aussetzer. Ja, Hilfe. vielleicht kurz sagen, wie alt die Kinder sind, was vielleicht die Wünsche an den heutigen Abend auch sind, dass ich da vielleicht konkreter drauf eingehe. Gibt es spezielle Fragen? Das wäre ganz interessant für uns. Ansonsten mache ich jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, inwieweit euch das interessiert, aber ich probiere es mal, vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Ich möchte ein Gedankenexperiment mit euch machen und lade euch jetzt einfach mal ein, in den Chat zu schreiben, was euch einfällt, was das erste Bild vom zweiten unterscheidet. Das eine hat die Figuren, das ist fast immer das Erste, das kommt. Versuch mal noch ein bisschen tiefer zu gehen, vielleicht sonst noch was. Nein. Also das Erste, was ist das Erste? Das Erste ist ein Schachbrett, ja? Das Zweite ist so ein Fußboden. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Das war ich gerade beim Spiel Sprechen. versus Fußboden, genau, ist das Zweite, was meistens kommt. So. Und manchmal, es war schon dabei, dass auch das kam, worauf ich hinaus will, aber ich kann es sonst auch verraten. Ist eine vorgegebene Spielidee und das andere freie. Ja, super!
Super. Also das eine ist als Schach deswegen erkennbar, weil wir da sofort die Regeln dahinter erkennen. Jetzt abgesehen von den Figuren, ja. Aber wir auch durch die Figuren, auch durch das Brett erkennen wir, das ist das Spiel Schach, ja, mit all seinen Regeln. Beim Fußboden erkennen wir mal nur den Fußboden. Das hat keinen spezifischen Spielbezug. Und auf das will ich hinaus, dass schon das Wissen über die Regeln erst ein Spiel klar als Spiel erkennbar macht und auch, dass wir wissen, worum es einfach geht in dem Spiel. Und das nennt sich nämlich der magische Kreis, ja, wenn man das versteht sozusagen. Und da möchte ich jetzt wirklich das vorlesen, darum habe ich die Folie auch nicht gekürzt, ich finde das so schön. Das ist aus dem Homo Ludens vom Heusinger, der das schon, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, als magischen Kreis. Ein Schachbrett, ein Altar, ein Stück Wiese haben eine Sache gemeinsam. Sie sind allesamt magische Orte, in denen Raum und Zeit plötzlich eine andere Bedeutung haben. Doch diese Orte können nur erkannt und genutzt werden, wenn man die Zeichen zu deuten versteht. Wer Schach oder Dame nicht kennt, für den ist ein Schachbrett nur ein Stück Holz mit einem hübschen Muster. Für jemand ohne Wissen über Fußball ist ein Tor auf einer Wiese bestios und Holzverschwendung. Erst mit der Kenntnis der Regeln können wir den magischen Kreis betreten und darin spielerisch sinnvoll handeln. Zwar kann jeder eine Schachfigur bewegen oder gegen einen Ball treten, doch um die Magie des Spiels zu wirken, bedarf es deutlich mehr als das. Und jetzt möchte ich euch fragen, seid ihr bei dem Bild, dass man das sieht im Kreis? Uff. Versteht ihr da die Magie des Spiels? Könnt ihr da irgendwas erkennen? Ich habe extra natürlich ein besonders verwirrendes Spiel gewählt. Aber das ist ein sehr beliebtes Spiel bei Jugendlichen, das League of Legends, auch abgekürzt mit LOL. Und nicht das LOL von Love Out Loud, sondern das LOL von League of Legends. Legends. Und das ist ein Strategiespiel, wo man in Gruppen gegen andere Gruppen kämpft. Wo es aber vor allem eben um den taktisch-strategischen Aspekt geht. Und da gibt es, da habe ich jetzt leider nicht genug Zeit dafür, euch das zu zeigen, aber da gibt es Weltmeisterschaften. Schaut euch das mal an. Es gibt da Weltmeisterschaften dazu. Da sind Stadien gefüllt. Da werden Konzerte oder Hymnen, aufgeführt am Anfang. Das ist ein Wahnsinn. Das ist riesig. Das vor allem im asiatischen Raum begeistert das Millionen Leute. Und die fiebern damit, wenn da live quasi im Stadion die drei Favoriten, wenn es um die Weltmeisterschaft geht, gegeneinander antreten und da live über Bildschirme sozusagen wird das dann ausgestrahlt, gegeneinander spielen. Und die können ganz genau mitverfolgen, wer da gerade führt, wer da in welcher Position im Vorteil ist und so weiter. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir als Eltern ins Kinderzimmer kommen oder denen über die Schulter schauen und auf den Bildschirm schauen, wir einfach oft kein Verständnis davon haben, was da abgeht, was da passiert. Und das uns natürlich vor allem bei eher brutaleren Spielen Angst machen kann. Nämlich auch Shooter, ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber wenn man noch nie selbst einen Shooter gespielt hat, dann weiß man maximal die Hälfte darüber, worum es geht. Weil einfach zum Beispiel auch bei Counter-Strike, diesem hochkritisierten Spiel, letztendlich sehr viel strategisches Denken, Planen und taktisches Vorgehen notwendig ist. Und vor allem, und das ist fast das Wichtigste daran, man im Team sich koordinieren und absprechen muss. Das passiert genauso hier wie hier via Headset, spricht man sich dann teilweise auch international auf Englisch mit seinen Teamkollegen ab, wie man jetzt weiter vorgeht, um zu gewinnen. Und letztendlich sind Strategiespiele alle nur eine Erweiterung von dem, was wir aus Schach kennen. Es ist eine animierte Version von Schach, die natürlich teilweise ausarten kann in relativ brutalen Darstellungen, über die man natürlich auch kritisch denken kann. Aber man muss auch die anderen Aspekte berücksichtigen, die bei so einem Spiel einfach wirken und wichtig sind. Unser Tipp ist deshalb, generell sich für die Spiele der Kinder zu interessieren, besser mit ihnen gemeinsam zu spielen, sich das Spiel einfach zeigen zu lassen, erklären zu lassen. Das ist nämlich auch insofern ganz interessant, weil Kinder und Jugendliche, auch in der Schule kann man das ganz gut machen, sich mal von den Spielen erzählen zu lassen, Jugendliche dann in die Rolle der Experten kommen und ein Rollentausch stattfindet, der ja so nicht so oft der Fall ist, dass man als Kind sozusagen wo besser ist als die Mama oder der Papa. Und da können sie mal ihr Wissen zeigen, ihre Kompetenz zeigen, was sie alles können.
das stärkt natürlich einerseits gleich ihr Selbstwertgefühl wieder und andererseits haben Eltern dann auch einen besseren Einblick in das, was auf den Kinderbildschirmen da so abgeht. Das nimmt dann eben einerseits die Ängste, schafft Vertrauen und Familienverbundenheit. Das mit der Familienverbundenheit übrigens habe ich nicht einfach nur so hingeschrieben, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Ich habe mich da auch in meiner Diplomarbeit damit beschäftigt. Ja. Also gemeinsames Spielen stärkt die Familienverbundenheit. Und natürlich eröffnet es Einflussmöglichkeiten auf das Spielverhalten der Kinder dann. Bitte? Sehr schön gesehen haben wir das vor kurzem hier bei einem Webinar. Das kann man auch bei uns in der Aufzeichnung sich noch anschauen. Da war eine Tochter hier gemeinsam mit ihrer Mutter und die haben uns gemeinsam berichtet davon, dass die Tochter gerne Sims spielt, die Sims. Und die Mutter hat auch ihre Sichtweise dazu vorgestellt und auch wie sie damit umgeht und hat genau das eben auch geschildert, dass sie sich das auch zeigen lässt von ihrer Tochter und dir davon berichtet. Genau, ich habe mir also die Hälfte habe ich mir ungefähr angeschaut von diesem Webinar und habe das sehr gut gefunden, wie sie das da auch gebracht hat. Ja. Kann ich nur zustimmen. Im Chat gibt es irgendwas, was mich betrifft. Ich bin da leider nicht so multitasking-fähig, dass Nein, ich das jetzt da mitverfolge alles und darauf das ist mir reagiere. noch mal eine kleine Unklarheit, dass ist ja auch ein Online-Spiel, was du hier gerade vorgestellt hast. Und Ja, genau, vorhin das ist ein Online-Spiel. Ja. wollen eben diese Sing- und Spiele ja auch leicht online gestellt werden können, aber ich denke, das betrifft zwei verschiedene Arten, online zu sein. Ja, also das kann ich auch noch mal kurz differenzieren. Es gibt bei vielen Spielen mittlerweile die Möglichkeit, Spielstände oder eben bei Tanzspielen die Videos oder bei Singspielen auch die Videos online zu sehen, über Facebook, über YouTube oder was auch immer. Oder halt auch spielinterne soziale Foren. Also das birgt natürlich die Gefahr, dass man da sich preisgibt, dass vielleicht dann langfristig nicht im Internet sein sollte. Oder auch unabsichtlich passiert, weil Kinder einfach auf diesen Knopf drücken und man eigentlich gar kein zweites Mal gefragt wird, ob man das wirklich online haben möchte. Und Online-Spiele, die funktionieren quasi online. Also da passiert alles, das gesamte Spielgeschehen online und man ist auch vernetzt mit anderen Spielern, Spielerinnen online. Das geht, also es gibt reine Online-Spiele wie dieses League of Legends und es gibt sehr viele Spiele, Entschuldigung, die grundsätzlich schon zu kaufen sind, über Datenträger sagen, die offline, also vor der Konsole, vor dem PC genauso gespielt werden können, als auch online, weil da gibt es dann so einen Online-Multiplayer-Modus, wo man dann online auch mit Leuten in Verbindung gebracht wird, mit denen man spielen kann. Die werden dann teilweise sogar nach dem gleichen Können ausgewählt. Also das ist so, das Können wird da gemessen beim Spielen und man wird dann online gematcht sozusagen, damit das möglichst ausgewogen ist und dass dann die maximale Herausforderung einfach auch besteht. Ist das jetzt klarer? Danke. Gut. Vielleicht noch kurz dazu, warum das überhaupt alles so viel Spaß macht, was wir da tun oder was wir da in der Jugend-Kinderkultur erleben. Aber viele Erwachsene ja auch mittlerweile in dem Alter oder in der Generation sind, die spielen. Das Flow-Erlebnis ist einfach, das können Computer oder digitale Spiele einfach sehr gut. Eben was ich gerade auch erwähnt habe, es wird so gematcht, dass es passt. Das Spiel passt seine Schwierigkeit an das an, was ich kann, sodass es eine maximale Herausforderung ist, dass ich mich maximal bemühen muss, dass ich es schaffe und immer voll dabei bin. Dass es weder langweilig wird noch mich überfordert. Also eine Situation, in der wir eigentlich aufblühen, in der wir im Flow sind. Das kennt man manchmal auch vom Arbeitsleben, aber leider nicht wie im Spiel oder auch seltener im Schuldasein, wo halt meistens entweder Überforderung oder Langeweile vielleicht vorherrscht und es nicht so sehr an den eigenen Fähigkeiten orientiert ist, wie es vielleicht sein könnte oder sollte. Bei Spielen ist es eben teilweise automatisch, dass sie die Schwierigkeit anpassen oder man kann sich selbst weit einstellen, dass es für einen angenehm ist zum Spielen. Aber es gibt noch andere Gründe, die Spiele sehr interessant machen. Neben dem Flow-Erlebnis ist es die Selbstwirksamkeitserfahrung und das Kompetenzerleben. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Und da möchte ich wirklich alle, wie soll ich sagen, aufmerksam machen, dass das eine Erfahrung ist oder etwas Wichtiges ist fürs gesamte Leben.
Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt, wenn man Kinder und Jugendliche davor warnen will, dass sie zu sehr in Spielereien kippen oder dass irgendwelche anderen Probleme entstehen. Das Gefühl, selbstwirksam zu sein, sich kompetent zu fühlen, ist ganz entscheidend für alle Lebensbereiche und für Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein. Und kann darüber bemerkt werden, dass ich, wenn ich etwas tue, eine Auswirkung spüre. Ja? Dass ich nicht alles, was ich tue, nicht weiß, hat das jetzt was gebracht, bringt das was, ist das jetzt gut für mich, was hat das für Folgen. Und da sind Computerspiele einfach sehr zeitnah und sehr optimal, weil sie relativ schnell diese Rückmeldung geben über Erfolg und Belohnung. Und sind auch fair im Vergleich zum manchmal Alltagleben, das vielleicht nicht ganz fair immer ist. Beim Computerspiel ist es egal, ob der Präsident der USA gegen den Michi von nebenan spielt. Das Spiel wird keinen Unterschied machen. Also da sind Rang und Name egal. Und das Spiel bietet noch etwas ganz was Wichtiges, was auch heutzutage immer weniger möglich wird. Es bietet Erfahrung statt Erklärung. Man kann einfach ausprobieren und scheitern ohne Schaden. Das war halt früher, wo man am Bauernhof gelebt hat und viel Platz hatte und es mal egal war, wenn ich in den Wald gegangen bin und da einen Baum umgehackt habe, damit ich mir eine Hütte gebaut habe, war das halt noch möglich. Heutzutage in der Stadt, wenn da ein Kind im Park einen Baum umreißt, sage ich mal, um sich da seine nette Hütte zu bauen, hat man vielleichtens die Polizei am Hals als Elternteil. Ja, es ist halt nicht mehr so leicht, seine Erfahrungen zu sammeln, die vielleicht jetzt gar nicht mit irgendwelchen bösen Absichten zu tun gehabt haben, sondern halt einfach auch ein sich ausprobieren darstellen. Und da bieten Spiele einfach sozusagen einen erweiterten Handlungsspielraum wieder. Ja? Die Kinder sind immer mehr in den Wohnungen, in den Zimmern und brauchen ja irgendwo eine Welt, wo sie sich ausprobieren können. Und in der digitalen Welt finden sie diesen Handlungsspielraum auf einmal wieder. Also das macht es natürlich auch sehr interessant. Spiele bieten eben Just-in-Time-Information, auch etwas, was Kinder und Jugendliche selten in der Realität erleben, nämlich das Gelernte ist immer wichtig und kann sofort angewandt werden und ausprobiert werden. Die Faszination der Spielwelt, ja, das ist ein Punkt für sich. Die Spiele sind einfach super gemacht, gibt ganz unterschiedliche Spiele, für jeden ist etwas dabei, große Vielfalt, verschiedene Plattformen, einen leichten Zugang. Und sie sind auch interaktiv. Also das Vorurteil vom Nerd im Keller sitzt und alleine für sich da stundenlang spielt, ist eigentlich passé. Es ist sehr interaktiv, man ist in der eigenen Community. Und es ist heutzutage, muss man sagen, schon eher so, wenn Kinder überhaupt nicht spielen dürfen, hast du eher das Problem, dass du ausgeschlossen wirst in der Klasse, weil in der Klasse das einfach auch Thema ist. Du kannst nicht mitreden. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon die anderen reden und gehören dann einfach nicht so dazu. Und das muss man schon auch beachten, wenn man Kindern das Spielen da ganz verbietet. Ja, wie gesagt, diese Möglichkeiten fehlen Kindern und Jugendlichen leider häufig in der Realität. Und da möchte ich aufmerksam machen, diese Erfahrungen auch in der Realität zu ermöglichen, dann werden Spiele immer nur ein Teil des Interessensbereiches bleiben und zwar nett und schön sein, aber nicht das sein, wo sie alle diese positiven Erfahrungen sammeln können. Gibt es dazu zum letzten Thema noch Fragen? Nein, ich denke nur eben auch gerade, wie du es zuletzt angesprochen hast, dass eben Punkte sind, die generell sehr wichtig sind, ja. Also, und dass es sehr wichtig ist, dass die Kinder alle diese Punkte erleben und nicht nur bei Online-Spielen oder bei Computerspielen erleben, sondern in möglichst vielen Bereichen. Das kann man umsetzen auf Schule, auf Unterricht, das kann man umsetzen auf die Spielplatzsituation, auf Familie, auf Freunde. Also ich denke, alle diese Punkte sollten eigentlich in unterschiedlichen Lebensbereichen Richtig. zum Tragen Weil kommen. was nämlich also digitale Spiele weniger können und warum einfach andere Erfahrungen sowieso immer wichtig sind, aber man erlebt digitale Spiele nicht mit allen Sinnen, ja, und der Bewegungsaspekt ist doch immer noch eingeschränkt, ja, auch wenn es Bewegungsspiele gibt, aber man erfährt auch nicht die Natur, man erfährt jetzt keine Berührung von wem anderen. Das sind alles Erlebnisse, die ein Kind, ein Jugend braucht, um wirklich sich gut entwickeln zu können und auch Wertschätzung letztendlich für andere Bereiche entwickeln zu können. Aber da wären wir jetzt schon sehr fast philosophisch. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig,
nicht nur so dahingesagt sozusagen, sondern wirklich wichtig, Erfahrung und bewusstes Erleben in allen Bereichen und in vielen Bereichen anzubieten, als Eltern vorzuleben und diese Wertschätzung einfach auch den Kindern zu zeigen. Schöner Vergleich, den die Elke da gerade noch gebracht hat. Bitte? Sie vergleicht es mit Naschen und Gesundheit, ja. Genau, richtig, so ist es. Richtig. Absolut. Also Essen an sich ist nichts Schlechtes, aber man muss halt schauen, was man isst und wie viel man isst und was man sonst noch macht, außer essen. Ja, genau. Ein Computerspiel ist genauso okay wie hin und wieder mal ein Stück Schokolade. Richtig. Ja, oder so kann man es auch sagen, ja. Aber auch bei Computerspielen, ich vergleiche es jetzt mit Ernährung generell oder mit Nahrung generell. Es gibt halt solche und solche. Und da muss man halt das Richtige auswählen für sich und auch die richtige Dosis letztendlich. Cool. Dann, Thema ist jetzt derzeit nicht so brisant, war aber jahrelang brisant, wo es noch diese Schulattentate gegeben hat, wo dann immer die Computerspiele als der Sündenbock hingestellt wurden. Ist es wirklich so einfach? Ich weiß nicht, das ist halt schwierig jetzt da online zu machen. Ich mache das immer ganz ganz so als kleine Gruppenarbeit und so. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, da können wir uns auch einig sein, dass man nicht unbedingt, also dass man jetzt nicht sofort durch ein gewalttätiges Computerspiel gewalttätig wird. Also so einfach ist es nicht. Wie ist es dann? Also um gewalttätig zu werden, genügt es nicht, ein Spiel zu spielen. Gewalt hat immer vielfältige Ursachen. Ich weiß nicht, fallen euch einfach mal ein paar Schlagworte ein, was wirklich dann die Ursachen sind für Gewalt oder was vielleicht auch vorherrschen muss, damit ein Spiel negative Auswirkungen zeigen kann. Kannst du die Frage noch mal kurz wiederholen? Also welche Ursachen für Gewalt euch generell einfallen und ob es spezifische Bedingungen gibt, wann vielleicht ein brutales Spiel auch negative Auswirkungen hinsichtlich Gewalt für Spieler haben könnte. Was muss da schon vorherrschen? Frustration, Sprachlosigkeit. Also jetzt mal abgesehen vom Spiel nehme ich an, ist die Frustration gemeint. Genau, generell natürlich. Also das ist allgemein Negative Vorbilder. Gewalterfahrungen. Gewalterfahrungen. Warte jetzt noch die eine Eingabe ab. Zwei. Löschen wieder. Vernachlässigung. Okay, ich mache jetzt mal weiter. Ja. Also ihr habt eh schon ein paar wichtige Punkte genannt. Es gibt da auch von der Frau Funk von 2002 schon einen Ansatz, den nennt sich High-Repair-Ansatz, also Risikogruppenansatz, der so ein bisschen beschreibt, das ist jetzt, da habe ich jetzt nur einige Aspekte davon angeführt, die mir als die wichtigsten erscheinen, der so ein bisschen beschreibt, was für Bedingungen schon vorherrschen müssen, dass es zu Gewalt kommen kann und wo vielleicht Computerspiele dann noch zusätzlichen negativen Effekt haben können. Eine gewalttätige Umgebung und Sozialisation, eigene Gewalterfahrung, wenn man schon früher aggressive Verhaltensweisen gezeigt hat, das ist mal der eine Bereich so, der andere Bereich sind so die fehlenden Perspektiven, also in einer Welt, wo ich nie eine Arbeit finde, wo ich nur daheim herumsitze, keine Ausbildung habe und so weiter, auch vielleicht vom gesellschaftlichen oder politischen System her keine Chancen habe, ist das auch schon mal nicht gut. Persönlichkeitseigenschaften wie feindselige Persönlichkeit oder Probleme bei der Gefühlsregulierung, erhöhte Reizbarkeit oder verringerte Frustrationstoleranz, sowie geringe soziale Problemlösungsfähigkeit. Das sind so Eigenschaften, die es auch nicht gerade leichter machen.
die natürlich auch wieder mit Erziehung und Sozialisation zusammenhängen. Also das sind alles Faktoren, die schon eine gewisse Wechselwirkung dann auch haben. Geringes Alter ist ein Faktor, der negative Einfluss größer sein kann. Exzessiver Computerspielkonsum, Präferenz für violente Spiele, dann eben dieses kein Interesse von Seiten der Eltern, also hinsichtlich Regulierung oder so des Spielverhaltens. Das alles, wenn da einige Sachen zusammenwirken, ist das Risiko einfach erhöht. Das heißt noch lange nicht, dass dann alle diese Personen negative Auswirkungen zeigen, aber da ist das Risiko einfach erhöht. Ich glaube, das ist eh relativ nachvollziehbar. Und so trifft es einfach auf Computerspiele zu. Was man nicht vergessen darf, es ist eben auch eine Frage des Alters. Ja, gibt es noch eine Zwischenfrage? Ja, wie die Elke angesprochen hat, dieses nicht unterscheiden können, wäre das in deinen Augen so ein Persönlichkeitsmerkmal? Ich lese gerade, ja, das ist perfekt, weil das passt genau zu der Folie jetzt. Nicht unterscheiden können zwischen Realität und Spiel, da kommen wir jetzt mit dem Alter schon drauf zu sprechen und auch bei der nächsten Folie. Das hat eben damit zu tun, entweder mit Alter oder mit einer Reife sozusagen. Beim Alter ist es so, dass Kinder ja bis zu einem gewissen Alter nicht wirklich sicher sind, was ist Realität und was ist nicht real. Also da ist es die Zeit, wo sie auch so Fantasiefreunde haben oder wo sie die Fantasiespiele haben, wo alles einfach belebt sein kann, wo alles real sein kann, wo sie eine sehr ausgeprägte Fantasie haben, was einfach in der Entwicklung auch wichtig ist in dem Alter, aber wo eben auch Fernsehserien, Filme oder Computerspiele real sein können. Das ist auch ein Alter, wo teilweise sehr unreflektiert nachgeahmt wird. Da geht es weniger um Gewalt, wo geschossen wird, sondern um andere Dinge, wie ich möchte da erwähnen, man sollte vielleicht manchmal bei Spielen aufpassen, wie viel alltagsnäher sind und wo negative Verhaltensweisen vorkommen, wie zum Beispiel, wenn da jetzt eine herzig gemeinte Haustiersimulation ist, aber wo ich die Katze anziehen, schminken, schmücken und so weiter kann, ist das vielleicht herzig zum Anschauen, aber ist vielleicht nicht unbedingt sehr tierlieb, wenn ich das in Realität ausführe. Oder in einem anderen Spiel, ich sage jetzt mal, es gibt da Rabbits, ja, diese Raving Rabbits, die relativ chaotische Hasen sind, die irrwitzigsten Sachen machen und kann man vielleicht auch mal bei den Ohren schleudern oder so, ja. Also das wäre auch eine Sache. Wenn das Kinder sehen, ist das viel alltagsnäher und die könnten echt glauben, das ist lustig. Und da muss man wirklich aufpassen, sage ich mal. Und eben auch, dass in dem jungen Alter solche brutalen Spiele einfach echt noch Angst machen und man sie da echt schützen muss davor, weil sie sich nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein echtes Monster ist oder nicht. Ja? Aber dieses Monster ist sehr süß. Das links oder das rechts? Das links. Das links, ja, das ist ja auch eine angemessene Darstellung für dieses Alter. Dann Ja. passt. Nur kurz, weil die Zeit drängt. Eben, man übernimmt nicht einfach Inhalte normalerweise, wenn man eine gewisse Reife hat. Das nennt sich Rahmungskompetenz, die da notwendig ist. Und das passiert nicht bewusst, aber jeder Mensch sieht ja viele Dinge im Leben und ahnt nicht einfach alles unreflektiert nach. Ja, wenn wir alles tun würden, was wir sehen, da würde das Ganze nicht funktionieren, sondern es gibt diese Adäquanzprüfung, die einfach passiert und wo ich dann entscheide, also wo indirekt entschieden wird, mache ich das oder nicht, ist das für meine Welt passend oder nicht. Und da würde man feststellen, dass das rechte Bild ein unangemessener Inhalt ist und ein unangemessenes Verhalten zeigt. Auch wenn man es im Spiel tut, ja, dass man da einen Hydranten niedertritt, ist das in Realität noch nicht lustig, wenn ich das mache, einen Hydranten zu zerstören. Stattdessen könnte ich vielleicht einen Hydranten anmalen, außer die Nachbarn sind oder die Gemeinde ist ganz streng. Aber ich würde mal sagen, das ist vielleicht schon eher ein angemessenes Verhalten, weil man eigentlich eine Verschönerung damit macht. Ja? Kommt es aber trotzdem dazu, dass Leute dann sowas nachahmen, dann ist es eben, hat Rahmungskompetenz versagt, eben die Fähigkeit zwischen virtueller Welt und realer Welt zu unterscheiden. Und das hat mit Reife einfach auch zu tun. Also das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das noch mehr ausführe. Da kommen jetzt noch ein paar wichtige Dinge. Ich gehe das relativ zügig durch. Worauf kommt es jetzt wirklich an? Was kann ich als Elternteil berücksichtigen? Können heißt nicht gleich Kompetenz. Das meine ich vor allem auf Kinder und Jugendliche bezogen. Viele Eltern fühlen sich ohnmächtig der digitalen Welt gegenüber und denken sich, Kinder und Jugendliche können sowieso viel mehr als ich. Ich glaube, das wurde auch schon in Vorträgen von oder in Seminaren von der Ecke angesprochen.
Nur weil mein Kind mehr kann, rein technisch, heißt das noch nicht, dass es die Kompetenz hat, alle kritischen oder bedenklichen Sachen zu wissen. Und da braucht das Kind meine Hilfe. Es braucht es braucht Grenzen, es braucht Unterstützung dabei, geschützt zu werden, sich selbst schützen zu können, einen Umgang mit den digitalen Medien zu lernen. Natürlich ist es schön und gut, wenn sich Eltern die Spiele zeigen lassen oder gemeinsam mit den Kindern spielen, sodass sie auch einen Einblick kriegen in die Spielwelt. Es gibt verschiedene Risikoquellen. Einerseits die Inhalte, wo über die Bilder oder die Handlungen negative Vorbilder transportiert werden können, Gewalt verharmlost dargestellt wird oder Werte, die nicht positiv sind, diese Selbstjustiz, die in Spielen einfach sehr oft verübt wird, gelebt wird. All das sind natürlich Dinge, über die sollte man diskutieren. All das sollte ein Kind schon gestärkt reingehen, damit das keine negativen Auswirkungen hat. Und da gebe ich euch ein paar Tipps mit. Wie gesagt, stärkt die Rahmungskompetenz eures Kindes. Lernt mit ihm früh zu unterscheiden, was ist virtuell, was ist real. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr einen Sechsjährigen ein Monster zeigt und sagt, das ist eh nicht echt, sondern es muss schon altersangemessen sein. Aber immer wieder zu erklären, was ist jetzt Wirklichkeit und was ist nicht Wirklichkeit. Das muss es einfach wirklich lernen. Selber Vorbild sein, das ist das Wichtigste. Positive Rollenbilder vorleben, den Selbstwert des Kindes stärken. Dann ist es einfach nicht gefährdet, da gleich negative Folgen davon zu tragen. Und auch mit dem Kind über Werte zu diskutieren. Ich finde es zwar nicht bedenklich, wenn ein Jugendlicher mal einen Shooter spielt, aber ich kann schon mit ihm darüber reden, wie meine Einstellung zu dem ist, dass er mit Gewalt spielt, die ein paar tausend Kilometer weiter wirklich passiert. Und man kann da durchaus auch Diskussionen in Klassen anregen und so weiter und mal fragen, was die Jugendlichen selbst davon halten, wie sie das sehen, wenn sie da Gewalt spielen, was ihnen das gibt, einfach auch mal offen zuzuhören, ja, und einfach eine offene Diskussion darüber zu führen. Oder auch über Frauenbilder in Computerspielen. Frauen werden ja oft in Computerspielen gezeigt und sehr sexualisiert dargestellt. All das kann man schon auch besprechen oder in Schulen als Diskussionsgrundlage nehmen. Zweiter Punkt ist das Spielende selbst, die Übernutzung hier vor allem. Also ich spreche nicht gern von Sucht, weil da die Kriterien oft nicht erfüllt sind. Es gibt definitiv oft ein Problem. Wenn jemand nur mehr spielt und eigentlich dann auch Hobbys und Pflichten und Freunde, Familie vernachlässigt oder Schulden anhäuft oder einen Bewegungsmangel und Haltungsschäden davonträgt. Es gibt mittlerweile schon einen Begriff von der Head-Down-Generation. Durch die Smartphone-Nutzung, das betrifft wahrscheinlich nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, was da für Kräfte wirken, ist erstaunlich. Durch eine leichte Neigung des bis zu 27 Kilo. Die Orthopäden und Physiotherapeuten sprechen von der neuen Zivilisationskrankheit neben Übergewicht und so weiter. Neben Übergewicht und Stress zum Beispiel wird dieser Smartphone-Nacken, wie er genannt wird, einfach schon als Zivilisationskrankheit gesehen. Was kann ich jetzt tun, um diesen negativen Einflüssen vorzubeugen. Wie gesagt, ein vielfältiges Angebot immer schon bieten von vornherein. Vielfältige Interessen, also vielfältiges Angebot bedeutet dann auch vielfältige Interessen. Das heißt, dass man einem Stress verfallen muss und am Tag 10 verschiedene Sachen tun muss. Wichtig ist, dass man das schon auch bewusst tut, dass man da eine Wertigkeit reinlegt, ja, dass das mit Bewusstsein geschieht einfach, dass man das auch wahrnimmt, was man tut, aber eben schon verschiedene Dinge dem Kind an Erfahrungen zugänglich macht. Und auch klare Regeln anbieten, zeitliche Regeln vereinbart mit den Kindern. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen, aber das ist mal weg. Zeitliche Regeln vereinbart oder auch Regeln darüber, wie viel Geld sie ausgeben dürfen für gewisse Dinge. Kurz, wir kommen gleich zu einem Ende. Ich möchte mich nur kurz von den Zuschauern und Zuschauerinnen von DorfTV und von OktoTV da auch verabschieden und auf das nächste Webinar hinweisen. Dann nehmen wir uns noch Zeit für die letzte
für die letzten Folien und für die Ja, letzten. ich werde es eh relativ schnell nach meiner Seite. Schön, dass Sie dabei waren. Wer das ganze Webinar sehen möchte, kann es gern dann online noch fertig Genau. zusammen. Bitte. Und jetzt einfach in Ruhe noch die letzten Punkte. Was? Danke. Dann brauche ich mich nicht ganz so schütteln. Aber wichtig ist eben auch, klare Regeln zu vereinbaren. Bei den Regeln, wenn ihr zeitliche Regeln vereinbart mit euren Kindern, zum Beispiel eine Wochenspielzeit oder von mir aus unter der Woche jeweils eine halbe Stunde pro Tag und am Wochenende mehr. Es kann aber auch ein Wochenkontingent ausgemacht werden oder dass man sich für Haushaltstätigkeiten eine halbe Stunde dazu verdient oder so. Ja, man kann da kreativ sein. Vom Alter der Kinder ab. Es hängt natürlich vom Alter der Kinder ab. Und davon, wie gut sie so mit allen anderen auch zurechtkommen, ist klar. Aber also ich würde es nicht grundsätzlich als Bestrafung zu sehr einsetzen, weil sonst wird es noch interessanter. Ja, sicher, irgendwo muss man. Das ist vielleicht ein heikles Thema, aber auf jeden Fall. Wichtig ist auch, wenn, gerade bei jungen Kindern, die noch nicht so das Zeitgefühl haben, wenn man merkt, die Zeit neigt sich dem Ende zu, bitte kündigt das an und sagt, schaut, dass es zu einem Ende kommt und brecht es nicht einfach ab, weil das frustriert natürlich maximal. Und da habt ihr echt dann, den ihr euch ersparen könnt, wenn ihr 5 oder 10 Minuten vorher sagt, jetzt kommt es schon langsam zu einem Ende. Und ich vergleiche das immer damit, auch als Erwachsener möchte ich nicht, dass mir wer meinen Film, der bis 22:10 Uhr dauert, um 22 Uhr abdreht, kurz bevor das Ende da ist. Ja? Also das ist schon wichtig, dass man das auch inhaltlich berücksichtigt, was die Kinder da machen. Dann, gratis ist nicht gleich kostenlos. Das ist ganz ein wichtiger Punkt auch. Es gibt viele Spiele, die relativ günstig oder kostenlos angeboten werden und dann mit Ingame-Käufen so richtig Geld machen. Und wenn da eure Kreditkarte mit dem Handy verbunden ist, ohne Passwort, dann gibt es dann diese Fälle, die immer wieder dann nicht auch in Zeitungen stehen, mit auf einmal 6.000 Euro zu zahlen und das Kind war erst 3 Jahre alt und hat da einfach, weiß ich wie oft, auf diesen gleichen Knopf gedrückt und da irgendwelche Schatzkisten gekauft oder so. Also da wirklich achten drauf, dass ihr nicht direkt mit der Kreditkarte verbunden seid und auch vor dem Kind klar machen, dass das echtes Geld ist, was sie da einsetzen müssen oder so, auch nicht müssen eigentlich, aber was da ausgegeben wird und wie viel das wert ist, vergleichbar machen mit Dingen, die Kinder verstehen. Weil die haben echt einfach keine Ahnung teilweise, wie viel Geld das ist. In dem Moment wollen sie es einfach nur haben. Und bei der Bewegung, auch hier natürlich ist die Vorbildrolle wichtig. Wenn ich als Elternteil immer nur auf der Couch sitze, ist es schwierig, dass ich mein Kind dazu animiere, Radfahren zu gehen. Und auch gemeinsame Aktivitäten bieten sich hier natürlich an, dass man mal wieder rausgeht. Macht sie sich trotzdem so, oder macht ihr euch trotzdem Sorgen, weil euer Kind zu viel Zeit mit Spielen verbringt? Ich kriege ab und zu doch wieder Anrufe, auch von Müttern, die ganz fertig sind, weil ihr Kind immer mehr spielt, sich immer mehr zurückzieht. Nach ein paar Minuten Gespräch kommen wir fast immer, oder sind wir bis jetzt immer drauf gekommen, dass die Ursache woanders liegt. Die Mütter, das in dem Fall war es immer Mütter, auch wissen eigentlich, wo die Ursache liegt. Ihre Hauptsorge trotzdem dem Spielverhalten gibt. Was für mich immer erstaunlich ist, weil wenn das Kind eigentlich vollkommen perspektivenlos ist, nicht weiß, was ich machen soll, das Studium abgebrochen hat, dass da eher vielleicht die Wurzeln des Übels sozusagen liegen und der Verstimmung und des Rückzugs, dass man da anpacken muss, ist nicht von vornherein klar offenbar. Und da versuche ich immer mit den Müttern und Eltern darauf hinzukommen, dass man, dass man da anfangen muss, da ansetzen muss. Und es war zum Beispiel auch meine Mutter, die mir erzählt hat, dass sich ihr Sohn auf einmal viel mehr zurückgezogen hat in die Spielwelt und so weiter. Und dann ist rausgekommen, dass er sich halt in der Schule als homosexuell geoutet hat und dann sehr gemobbt wurde. Und das einfach seine Zeit dann gebraucht hat, bis dass sich das dann eingespielt hat in der Klasse, bis dass er da akzeptiert wurde dafür. Und dann hat das Spielen auch wieder nachgelassen. Natürlich muss man sagen, nimmt es irgendwann eine gewisse Eigendynamik an, weil so Online-Spiele können schon sehr zeitaufwendig sein, wenn ich mich dann online verabrede. Ich habe dann ja auch soziale Verpflichtungen in diesen Spielen, muss mich dann treffen mit meinen Leuten, muss die Kämpfe, die Schlachten ausführen, und da kann ich nicht einfach sagen, nein, heute nicht, ja, weil dann bin ich ja der Spielverderber. Und das heißt, je länger ich die Zeit da drin verbringe, desto eher bekommt das eine Eigendynamik.
Aber das Problem, warum sich Kinder darauf zurückziehen, liegt meistens woanders. Und das, finde ich, wird von Eltern teilweise nicht so stark wahr oder nicht so stark gewichtet offenbar. Ja? Also wenn Mobbing oder Schulprobleme, Ängste, Sorgen der Kinder, da sollte man vielleicht mal nachfragen und nicht als erstes ansprechen, du spielst zu viel, jetzt spiele ich weniger und was ist los, sondern mal wirklich fragen, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut, magst mal mit mir reden oder magst vielleicht mit dem anderen reden, wenn's es mir erzählen magst, ja, ich mache mir Sorgen um, also da wirklich mal offen und ehrlich mit dem Kind reden. Und sich eventuell eben auch kostenlose Beratung holen, über Familienberatung oder Rat auf Draht gibt es die Möglichkeit, sich auch einfach mal beraten zu lassen. Das Risiko Internet haben wir vorher schon besprochen mit offenen Netz, wo man Pädophilen, Betrügern und so weiter und über den Weg laufen kann. Es gibt dann auch das zweite Problem bei diesen ganzen Handy-Apps, das betrifft nicht nur Spiele, die Daten werden ja gesammelt und ausgewertet und mittlerweile in Amerika schon relativ verbreitet, dieser Social Scoring-Wert, wo ich dann von einer Person den Wert erfahre, der zusammengesetzt wird aus mir nicht ersichtlich, also einsehbaren Einzelheiten, zum Beispiel Wohnort, Arbeit, Bildung und so weiter, und zum Beispiel auch eben Medienverhalten, Onlineverhalten etc. Dann bekomme ich eine Ziffer zugeordnet, das ist mein Social Scoring-Wert, sozusagen meine gesellschaftliche Stellung, mein Wert in der Gesellschaft. Und das ist natürlich besonders problematisch bei Bewerbungen und so weiter, weil da greifen teilweise schon immer mehr Arbeitgeber darauf zurück, dass sie sich diese Social Scoring-Werte geben lassen. Und das finde ich schon relativ bedenklich. Oder auch detailliertere Profile über das Nutzungsverhalten von den Bewerbern. Und da kann man über die Metadaten, die da analysiert werden, schon sehr, sehr viel aussagen. Also da würde ich auch vielen empfehlen, sich mal damit zu befassen. Ist ein sehr spannendes Thema, Datenschutz und Metadaten. Was man da alles rauslesen kann über eine Person und wofür die schon sehr teuer verkauft werden mittlerweile. Ein weiterer Aspekt sind grundsätzlich Cyberattacken, Hacker, die halt einfach Passwörter knacken oder einen über die Kamera beobachten. Wir haben ja jetzt überall schon Smart-TV, Smartphones, alles. Es wird immer alles smarter. Alles ist mit dem Internet verbunden. Wir können immer mehr Datenklau auch betreiben. Also können es ist so. Die Hacker oder Kriminellen können das. Und von dem her ist das schon problematisch, weil auch zum Beispiel ganze Systeme wie Heizung, Strom und so weiter teilweise an solchen Systemen hängen, die dann gehackt werden können. Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man nicht einfach zum Beispiel beim Fernseher über die Kamera beobachtet wird. Ja, es ist ganz einfach eigentlich zu hacken, dass man dann Leute im Wohnzimmer halt herumlaufen oder auf der Couch herumsitzen sieht. Das sollte einem bewusst sein, also dass man das immer ausstellt oder auch abklebt oder so, oder auch eben die Mikrofone. Ein anderer Punkt, der für Jugendliche relevanter ist, weil es einfach emotionaler ist, sind die ganzen Mobbing-Sachen, die das Internet noch breitenwirksamer, noch leichter durchführbar sind, als es früher der Fall war und natürlich auch nicht mehr so leicht verschwinden, weil was das Internet einmal gespeichert hat, das ist halt verfügbar. Und auch die Hate Speeches in Spielen, wo dann geschimpft wird und so weiter und man dadurch auch gemobbt werden kann. Das ist ein Riesenpunkt, den Jugendliche schon auch betreffen. Unsere Empfehlungen hier sind eben, über Datenschutz sich selber zu informieren und einen sicheren Umgang dann auch den Kindern beibringen. Ja, also je jünger die Kinder sind, desto eher muss man sie einfach schützen. Da hilft es zwar schon, wenn man ihnen erklärt, warum und wieso, aber da kann man noch nicht erwarten, dass sie das selber begreifen und selber einhalten. Das passiert dann einfach sonst unabsichtlich. Wenn sie bei Google irgendeinen Suchbegriff eingeben und dann auf Pornoseiten stoßen, passiert das bei einem Fünfjährigen sicher nicht absichtlich. Da muss man einfach die Kinder davon schützen. Da helfen auch noch ganz gut solche Filterprogramme. Bei älteren Jugendlichen hilft das nichts mehr, weil die umgehen das ganz, ganz einfach. Die kennen sich da aus, wie man das knackt sozusagen. Aber bei jüngeren Kindern hilft das schon noch, oder eigene Suchmaschinen auch für Kinder dann anzubieten, wie blindekuh.de oder so. Bei Älteren ist es wichtig, dass sie verstehen, warum sie worauf achten sollen, damit sie letztendlich diesen Selbstschutz betreiben können. Hier ist eben auch der Selbstwert und das Vertrauen in die Eltern wichtig, dass sich ein Kind nicht erpressen lässt, damit ein Kind weiß, wo sind meine Grenzen, was möchte ich von mir preisgeben, dass es sich auch mal traut, Nein zu sagen. Und auch weiß, im Notfall kann ich meinen Eltern
etwas gestehen sozusagen oder irgendwas mitteilen oder auch um Hilfe fragen, ja. Und ich werde dann nicht bestraft, sondern ich bekomme dann auch Unterstützung, dass wir das Problem gemeinsam lösen. Genauere Informationen zum Umgang mit Internet gibt es dann auf safer-internet.at. Hier gibt es wirklich sehr fundierte Unterlagen dazu und auch Beiträge in anderen Webinaren von der Barbara Buchecker. Mit Safer Internet werden wir auch das nächste Webinar gestalten, schon nächsten Donnerstag, zum Thema soziale Netzwerke, welche für Eltern interessant und relevant sind, welche für Kinder und für Jugendliche. Also das ist dann nächsten Donnerstag, 20 Uhr, mit Safer Gut. Internet. Und damit wir mit etwas Positivem aufhören, noch kurz ein paar Förderpotenziale von Computerspielen, die auch schriftlich bestätigt wurden. Also Konsolenspiele oder Digitalspiele an sich fördern verschiedene Fähigkeiten, natürlich je nach Spiel unterschiedliche kognitive Kompetenzen wie Konzentration, Problemlösen, Gedächtnis, Schlussfolgerung und Handlungsplanung etc. oder auch soziale Kompetenzen durch die Interaktion, Kooperation, Kommunikation. Oder Medienkompetenz, die Medienkunde, das finde ich schon ganz wesentlich, dass wenn man Kinder ganz davon weghält, die heutzutage einfach nicht mithalten können mit dem, was einfach auch erwartet wird, dass sie können. Es ist notwendig, Computer, Smartphones bedienen zu können. Und wenn das ein Kind nicht kann, dann hat es auch Probleme in der Schule oder am Arbeitsmarkt spätestens. Es schult die Sensormotorik, Geschicklichkeit, Hand-Auge-Koordination, Wahrnehmung, Reaktion etc. Und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen. Man muss lernen, mit Frustration umzugehen, und sich dann emotional auch kontrollieren, damit man, wenn man verliert oder wenn man mal das Gefühl hat, das war jetzt, vom Spiel unfair, dass man dann trotzdem nicht den Computer am Boden haut. Leider ist da ein bisschen die Präsentation nicht ganz im Original, weil ich da eine falsche Schrift verwendet habe, ungewöhnliche Schrift verwendet habe, aber trotzdem meine Abschlussworte an euch, die ich euch einfach mitgeben möchte. Gute Spiele und hier findet ihr wirklich Empfehlungen auf bub.at und unter unseren Empfehlungen machen einfach Spaß. Sie fördern die Entwicklung und ich empfehle euch wirklich gemeinsames Spielen oder zumindest das Begleiten der Kinder beim Spielen. Es muss nicht immer sein, dass man immer im Multiplayer-Modus spielt. Es gibt auch nicht nur Spiele, die gemeinsam gespielt werden können, aber einfach da sein für die Kinder, sich über die Erfolge mitfreuen, ja, oder bei Problemen mithelfen, einfach ansprechbar sein beim Spielen. Dann kriegt man einen Einblick ins Spielen, das stärkt dann das Vertrauen, die Familienverbundenheit, reduziert Ängste und man hat dann auch bessere Einflussmöglichkeiten. Man wird auch als wird dann auch von den Kindern ernster genommen, wenn man irgendwo auch weiß, worum es geht. Und es macht einfach Spaß, sich da gemeinsam mit den Kindern zu engagieren. Und da wünsche ich euch jetzt wirklich in der Vorweihnachtszeit vielleicht noch nicht, weil ihr habt da sicher alle Stress noch, aber dann in den Weihnachtsferien viel Spaß beim Ausprobieren der gemeinsamen Spiele. Und wie gesagt, einige Konsolen eignen sich da ein bisschen besser dazu als andere. Ich will jetzt da nicht zu viel Werbung machen, aber da könnt ihr euch eh selber nochmal schlau machen. Gibt es Danke. noch Fragen oder sonst bitte auch, ich schreibe jetzt da nochmal meine E-Mail-Adresse, habe ich noch nicht hergeschrieben, für alle, die gerne konkretere Informationen hätten oder auch Workshop-Anfragen haben, können dann gerne auch mir noch persönliche Anfragen schicken. Ja? Danke. Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden und umfassenden Vortrag. Es haben auch alle ausgeharrt. Bis Ja, zum ich danke euch. Ihr habt es nicht ganz geschafft, in der Zeit zu bleiben. War einfach so spannend, dass wir nicht aufhören konnten. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich, werde mir die Seite nochmal genauer anschauen und denke die anderen auch. Danke vielmals. Danke. Dann schönen Abend allen. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Baba.